Weiter geht es bei Let's Play Sailor Moon Another Story. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder immer noch da seid. Je nachdem. Wir haben ein bisschen gelevelt und wollen dann jetzt mal in diese komische, mysteriöse Tür. Wobei es mich interessiert, ob es hier noch irgendwo andere Räume gibt, wo es vielleicht nochmal Kisten oder so einen Kram gibt, Accessoires oder so. Weil ich meine, oft haben wir ja in manchen Gebieten Accessoires gefunden, die unsere Sailor-Kriegerinnen hier jetzt nicht mehr tragen, weil wir keine mehr haben, die wir ihnen geben können. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Aber okay, nee, wir finden hier nur ziemlich tolle Laborräume, die irgendwie copy-pasted aussehen. Na gut. Genau, hier oben war noch Luna P. Aber warum nicht nochmal abspeichern? Einmal mehr ist besser als gar nicht. So, ja, meine Sailor-Kriegerinnen sind beide Stufe 14. Das ist 5 Stufen unter dem, was wir normalerweise haben. Ah, hier gibt es aber auch noch Türen, die wir uns nochmal angucken können. Oh, okay, der Keller hat 2 Eingänge gehabt, gut zu wissen. Dann folgen wir den nochmal. Nani! Ah, hier ist eine Kiste. Oh, also gibt es jetzt 2 Sailor-Kriegerinnen. Nun, ist das nicht praktisch? Wie wäre es, wenn ich die Dinge selbst in die Hand nehme und gegen euch kämpfe? Warum ziehen Sie Hotaru wieder in einen Kampf hinein? Das ist kein Kampf, sondern ein Projekt. Wir lassen etwas namens Macht wieder aufleben. Und in der Zwischenzeit sollten wir die passenden Ergebnisse bekommen. Gut, dass ich nochmal gelevelt habe. Oh, Gelmaduit. Der sieht ja lecker aus. Naja, komm, versuchen wir mal. Also ihre Nahkampfangriffe sind auf jeden Fall effektiver als das, was sie mit ihrer was sie zaubern kann. Aber echt gut, dass ich hier nochmal gelevelt habe. Irgendein Nebel, giftiger Nebel oder so. Oh, bringt nichts. Das tut mir aber leid. Nicht. Ah, krass. Also auch der Kampf geht ein bisschen länger als das, was wir normalerweise so haben. Oder in Kämpfen gehabt haben. Okay. Sailor Moon greift ganz normal an. Wir versuchen mit Wiederkehr des Todes ihn ein bisschen zu schroten. 67! Jawollo! Wann hat Sailor Saturn angefangen, so viel Schaden zu machen? Das habe ich wohl irgendwie verpasst. Ja, okay, war ein kritischer Treffer. Wurde nur nicht vernünftig angezeigt. Es ist schön, wie aber auch jeder Zauber der Gegner so... Ja, sorry. Schön, dass du es getan hast. Hat nichts gebracht. Und jetzt? Wieder daneben. Die treffen einfach nicht. Also in diesem Punkt sind die, sind die einfach so... Meh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach so niedlich. Der Gegner versucht es immer weiter. Deswegen meine ich, diese Randoms, also die sind richtig randomisiert. Also nichts mit KI oder sonst irgendwas, sondern die machen einfach random, was halt eben irgendwie versucht Sinn zu machen, keine Ahnung. Sinn zu ergeben, Verzeihung. Papa, wieso hilfst du unseren Feinden? Antworte mir, Papa. Oh. Hotaru. Papa. Gah. Papa, beschütz mich. Ich bin es, Hotaru, deine richtige Tochter. Bitte beschütze mich, so wie du es bei den Deathbusters gemacht hast. Hotaru. Papa, mach die Augen auf. Ich bin hier, direkt vor dir. Lass dich nicht beirren. Nein, sei still. Sei still. Ah!
So ein Mist. Au. Saturn, bist du okay? Saturn, dein Vater wird kontrolliert. Er wird gefährlich. Es wird gefährlich. Du solltest diesmal lieber nicht helfen. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ihr habt recht. Danke, Sailor Moon. Diesmal musst du Papa helfen. Ich dachte, sie will nicht mitkämpfen. Egal. Her mit der Kiste. Rote Rose! Yay! Wir laufen hier mal weiter. Mal gucken, was wir hier sonst noch finden. Nani? Oh, Gegner. Nice. Oh, weniger nice. Mal gucken, ob wie viel die Viecher aushalten. Die werden sicherlich um einige stärker sein als das, was wir draußen haben. Und vermutlich auch wesentlich mehr Erfahrungspunkte liefern. Ja. Sowas habe ich erwartet. Richtig ätzend. Das wäre hier der Ort gewesen, an dem wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser hätten leveln können. Vor allem der erste ist immer noch nicht tot. Wie viel die aushalten, das ist ja so übertrieben. Was wir schon alles in den Rhein gepustet haben. Und der bleibt einfach am Leben, das gibt's nicht. Endlich, der erste ist besiegt. Also, selbst die Bossfights waren noch nicht so tough wie das hier, was gerade abläuft. Neun. Sehr cute. Das ist echt zu krass. Na, das, darum, ich brauche dieses, man muss dieses Power-Level machen, weil sonst dauern die Kämpfe einfach übertrieben lang. Also sie machen keinen Schaden, aber sie halten halt eben auch einfach nur teuflisch viel aus. Und das finde ich so bescheuert. Warum auch immer. Ach, fuck, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Erfahrungspunkte die geliefert haben. Was gibt's denn hier hinten noch? Oh, ganz viele Kisten. Ein Fächer. Ein Amulett. Ein Apfelsaft. Und ein Fläschchen Eau de Toilette. Hier drüben auch noch irgendwas? Nee, aber hier sind Türen. Was auch immer diese Türen bedeuten. Aber jetzt habe ich natürlich eine Tür komplett ignoriert. Und den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Ja. Geil. Diese Kämpfe sind herrlich. Ein Glück dauern die nicht so lange. Aber irgendwie wenig EP, was auch immer. Oh, aber Sailor Moon macht hier einfach 39 Schaden auf die. Ach, seht ihr, ich hätte auch vielleicht auch erstmal das Amulett ausstatten können. Machen wir hier mal mit der Macht der Liebe weiter. 93. Hatte Sailor Moon irgendwann zwischendurch ein Level up und ich hab's nicht geschnallt? Das wäre ja richtig gut. So, aber mich interessiert's, wie viele Erfahrungspunkte die jetzt hier liefern, wenn ich diesen Kampf geschafft habe. So, geschafft. 14. Ja, auch nicht so viel mehr. So, hier war nämlich noch ein Raum. Ach du Kacke, was ist das denn? Macht der hier Mistress 9 Klone oder was? Ich
Das Zerstörungsdiadem. Und eine Wundsalbe. Krasser Schüssel. Jetzt bin ich mal gespannt. Accessoires. Ruhig auf Sailor Moon, weil die macht eh jetzt schon den meisten Schaden. Das reduziert meinen Angriff. Das reduziert meine Verteidigung. Und das Zerstörungsdiadem ändert gar nichts. Okay, ich guck mal, ob das Accessoire nicht bei Saturn irgendwas bringt. Also Ohrring bringt auf jeden Fall schon mal was. So, das Amulett auch. Und das Zerstörungsdiadem? Aha. Bei ihr liefert das einen richtigen Boost. Jetzt sind wir doch mal vernünftig ausgestattet, würde ich sagen. Und ich glaube, jetzt kann auch Sailor Saturn endlich mal vernünftig draufpreschen. Aber wie creepy ist das denn? Da sind Personen in diesen Typs. So, jetzt bin ich mal gespannt. Macht der Liebe. Und wie viel Schaden macht das jetzt? Jawoll! Übertreib's mal, Sailor Saturn. Alter! Was stimmt denn nicht mit der? Zieht hier einfach mal mit 360 Schaden. Oh, krass. Ist ja trotzdem nicht ausgerechnet, den zu besiegen. Heftig. Die liefern aber auch so super wenig Erfahrungspunkte. Das ist ja richtig. Okay. Hier haben wir noch den Gang. Noch ein Gang. Hier ist was. Das sieht ja unheimlich aus. Ah, hier ist er. Willst du versuchen, ihn zu überzeugen? Ja. Bitte, Papa. Nein! Es schmerzt! Es muss so sein, dass dieser Schmerz... Hotaru! Wohin bist du verschwunden? Hotaru! Papa, schon gut, ich bin hier. Jetzt! Macht des Mondes! Verwandle ihn zurück! Papa... Hotaru... Danke. Deine Stimme hat mich wieder zur Vernunft gebracht. Ja! Schon wieder, es ist dieser verdammte Silberkristall. Ah! Hotaru! Papa? Papa, du hast mich gerettet, aber du... Ich bin okay. Schnell, besiege diesen Geist. Das kriegen wir hin. Nichts leichter als das, jetzt wo Hotaru hier einen auf mieses Ding macht. Mal gucken. Wiederkehr des Todes. Wie viel Schaden machst du? 365, jawohl. Hotaru bleibt einfach OP an dieser Stelle. Ja, dann wird das, glaube ich, ein relativ gemütlicher Kampf hier werden. Sailor Moon schmeißt mit ihren Herzchen durch die Gegend. Hotaru oder Sailor Saturn macht große Attacken. Und besiegt. Also, 65 Sailor Moon Level Up. Können nicht alle so viele Erfahrungspunkte geben? Papa, du darfst nicht sterben. Hotaru, weine nicht. Ich kehre nur zu meinem wahren Schicksal zurück. Bist du verletzt? Nein, dank dir. Danke, Papa. Schön, dass du in Frieden lebst. Saturn, ich bin okay, aber ich hätte nur gern etwas mehr Zeit gehabt. Papa. Papa! Hm.
Oh, sie scheint endlich zu schlafen. Bunny, was glaubst du, was das für ein Geist war? Was? Du kannst sprechen? Das haben wir uns bestimmt nur eingebildet. Alles ist jetzt vorbei. All diese traurigen Sachen. Miau, 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 miau. Hör auf! Ich will nicht mehr daran denken, was passiert ist. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Ja. Wartet. Hotaru, du bist wach? Bunny, ich werde mit euch gehen. Nein, Hotaru, nicht unter diesen Umständen. Ich konnte meinen Vater nicht retten, aber diesmal... Diesmal will ich wenigstens Shibusa helfen. Bitte nimm mich mit, Bunny. Na gut, lass uns gehen. Also doch wieder zurück. Warum seid ihr nicht gleich da geblieben? Diese gemütliche Musik, die einem sagt, hey, alles ist gut. Na komm, ein bisschen schneller können wir auch noch laufen. Miau, schneller als die Autos, die hier durch die Gegend fahren. Miau. So, wir haben genügend Geld, um hier auch einfach mit dem Bus zu fahren. Zur Mugenschule kostet 180 Yen. Locker. Peanuts, wir sind ultra reich. Dann wollen wir nochmal zurück. Zum, ja, zum Labor. Ah. Oh. Ihr zwei seid spät dran. Sailor Neptun. Los, lasst uns Shibusa helfen. Sailor Uranus. Aber wir wissen nicht, wo Shibusa ist. Wir haben das Versteck der Feinde gefunden. Shibusa wird bestimmt dort festgehalten. Wir sollten uns beeilen. Lasst uns den Sailor-Teleport nutzen. Na dann, los geht's. Aber ich wollte dann auch nicht. Na gut. Oh. Aber woher wissen wir, dass Shibusa hier ist? Wir haben diesen Ort gefunden, als wir das Versteck der Feinde untersuchten. Wir haben, Heimweh und böse Energie gespürt. Deswegen denken wir, dass Shibusa irgendwo hier sein muss. Wir wissen nicht genau, wo sie ist, aber wir werden nach ihr suchen. Und wir dachten uns, dass es schneller geht, wenn du dabei bist, Sailor Moon. Komm schon, lasst uns gehen. Wolltet ihr nicht eigentlich bei Mamoru bleiben? Okay. Aha, ich dachte mir schon, dass das hier wahrscheinlich der richtige Weg ist. Obwohl hier Luna P... Fuck. Luna P, auf uns wartet. So. Gucken wir doch mal. Wiederkehr des Todes. Ja, komm. Wir nehmen jetzt hier die Attacken, die auf mehrere gehen. Aus bestimmten Gründen. Einzeln mehrere. Der Grund ist nämlich, dass wir damit ein bisschen die Kämpfe schneller laufen lassen. Oh, Irgendwen trifft's. Niemanden. Lol. Ihr seid so schwach. Genau. Swallowed Piggy. Okay, man merkt an dieser Stelle, dass Neptun und Uranus unglaublich unterlevelt sind. 15 Erfahrungspunkte. Mit 15 Erfahrungspunkten kriegen die schon Level ab. Aber das ist cool. Der Typ. Ich bin ein reisender Händler. Möchtest du etwas kaufen? Ja! Ich möchte etwas kaufen. Wow. Ist das dein Ernst? Du bist gewaltig teuer, Junge. Halt alle HP. Das ist zum Beispiel ziemlich gut. Heilt alle EP. Heilt was auch immer. Im Kampf wiederbeleben, davon haben wir, sollten wir eigentlich noch genügend haben. Entfernt schlechte Stati, Angriff plus. Achso, das ist Maniküre-Set. Verteidigung plus. Hat er noch mehr? Nee. Aber das Eau de Cologne.
davon können wir noch mal ein bisschen mehr kaufen. Ruhig so 30 Stück, das passt. Ja, komm, davon können wir auch noch ein bisschen was nehmen. Ja, nochmal 50, was kostet die Welt? Wir haben ja genug. Ansonsten haben wir hier noch eine Hautcreme. Nee, mehr brauchen wir nicht. Würde ich meinen. Aber wir können hier zumindest schon mal abspeichern. Möchtest du speichern? Ja, natürlich möchte ich speichern, sonst hätte ich ja nicht gesagt, dass ich speichern möchte. Oh, der? Die sind Stufe 7? Lol. Ja, ist ja kein Wunder, warum die keinen Schaden machen. Aber ja, ich erinnere mich, dass hier Shibusa irgendwo gelegen hat. Also es sieht zumindest so aus, als ob. Okay, wir haben hier mehrere Gegner gleichzeitig. Vorhin waren das ja nur zwei. Nee, war das ja nur einer. Der hat 15 gegeben. Ich glaube, ich habe jetzt die richtige, den richtigen Moment gefunden, um Powerleveling zu betreiben. Swallows Piggy! Nein, ist natürlich World Shaking. So, und Sailor Saturn macht hier kurz einen Prozess. 32 Erfahrungspunkte. Damit kann man auf jeden Fall leveln. Oh, noch eine Kiste. Ich finde ein Brötchen. Yummy. Bunny, das ist genau was für dich. Das sieht irgendwie so aus, als ob man da durchgehen könnte. Also schadenstechnisch ist Saturn jetzt auf jeden Fall auf der Höhe, die wir haben wollen. Jetzt lässt sich sogar Sailor Moon im Schatten. Von den anderen wollen wir erst gar nicht reden. Alter! Neptun sieht ja ziemlich angeschlagen hier aus. Mit 28 Lebenspunkten. Aber die hat sicherlich gleich ihr Level ab. Von daher ist es relativ egal. Sag ich doch. Mal gucken. Nee. Nee, das sah nur so aus, als ob. Oh! Diese Random Fights hier. Die übertreiben es einfach damit. Alter, 82 mit einem Hit? What the fuck war das? Was war das für ein mieser Angriff? Das ist ja richtig dreckig. Aber gut, Uranus und Neptun, die leveln hier jetzt einfach hardcore auf. Ah, okay, von hier sind wir gekommen. Na gut, dann geht's hier erstmal hoch. Gibt ja anscheinend nur diesen einen Weg. Es ist so... Aber, ne, guckt euch mal die Lebenspunkte an. Uranus hat weniger Leben, hat eigentlich weniger Lebenspunkte als, hat ein geringeres Level als Saturn, hat aber ein Drittel mehr Lebenspunkte. Schon leicht frech. Ich finde das aber auch süß, wie, wie Bunny die diese Kämpfe zelebriert. So, yay, 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 gewonnen, woo, woo. Und die anderen so eiskalt, so, ja, alles klar. I give a shit. Echt zu cute. Also, aber Saturn ist so... Finish them. Oh, und Saturn kriegt sogar noch ein Level up. Sehr geil. Also, ich gucke hier immer nochmal nach links und rechts. Oh, in der Sackgasse waren wir schon mal, glaube ich. Weil wenn hier noch weitere Kisten liegen, dann sollten wir die natürlich auch einsammeln. Aber es ist zumindest schön, dass wir jetzt endlich mit ein paar mehr Sailor Moon durch die Gegend laufen. Oder mit ein paar Sailor Kriegerinnen. Wow. Ich glaube, wir haben hier gerade einen guten Hit geliefert mit Saturn. Wie viel
Schaden hatten die gerade gemacht? 352, das geht voll. So, welche Stufe haben die denn jetzt eigentlich? 15, 10, 10, 15. Oh, guck mal, da lagen sie. Ich will mich aber trotzdem hier nochmal ein bisschen umgucken, wegen den Kisten. Ein Spezialsaft. Was mag das wohl sein? Ja, eine Stufe mehr. Eine einzige Stufe mehr. Und Uranus ist der Meinung, anstatt 20 Schadenspunkte, 76 Schadenspunkte zu machen. Ich sag ja, ne, das ist so übertrieben. Noch mehr Kisten. Eine Sushi-Box. Lecker. So dermaßen übertrieben. Ich meine, Sailor Moon hier 40. Ich bin hier die Chefin. Ich mache am wenigsten. Na gut. Aber was soll's. So, hier drüben lagen die irgendwo. Ja, da stehen sie. Ah, seht ihr mal? Eine violette Rose. Das klingt ja süß. Aber ich werde mir auch hier gleich nochmal den Spaß erlauben und mir ein bisschen Powerleveling, betreiben. Genau, schmeiß mal deinen Swallow Piggy. Und Neptun bleibt einfach eiskalt und sagt so, ich mach nichts, ich mach hier die Sailor Saturn nach. Und tu einfach gar nichts. Nein, ich mache hier jetzt einen Cut, bevor wir mit Shibusa reden. Und werde in der Zeit ein bisschen Power leveln, um die Leute hier mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Weil das kann ja nicht sein, dass sie so wenig Schaden machen. Also ich werde jetzt so weit leveln, dass Sailor Uranus und Neptun auch Stufe 19 erreichen, so wie die anderen Sailor-Kriegerinnen, bevor ich hier jetzt irgendwie weitermache. Also bis zur nächsten Folge. Sailor Moon, du kannst es tun.